Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und in Fülle haben. Leben in Fülle klingt doch super, aber wie kommt man dahin? Wir haben euch ein paar Tipps zusammengestellt, zusätzlich zu den zwei Top-Tipps, die wir euch schon gegeben haben, nämlich regelmäßig beichten, regelmäßig zur Kommunion. Ich bin euer Francis. Und ich bin die Anne. Und die 100 Sekunden fangen jetzt an. Gib dich hin, verschenk deine Lebenszeit, verschenk dich selber. Hüte mal die Kinder von deinen Nachbarn, unterhalt dich mit jemandem, der einsam ist und dich in der Stadt anspricht. Eine alte Dame, wo du merkst, die hat Sehnsucht nach einem Gespräch. Geh zu den Leuten, sei für die da, verschenk dich. Geld zu haben ist super, aber verteile es. Geiz kann ein übler Feind werden für dein erfülltes Leben. Du musst nicht alles hergeben, was du hast. Aber behalte auch nicht viel zu viel für dich. Denk an die Armen oder schenke jemanden, wo du denkst, der könnte es gut gebrauchen. Bete regelmäßig. Im Beten kapieren wir unser Leben erst. Diese vielen kleinen Liebesgesten von Gott im Alltag, diese Geschenke, die er uns macht. Wenn wir beten und sammeln und danken, werden die uns erst richtig klar. Im Beten können wir unsere Liebsten Gott anvertrauen. Im Beten können wir die Welt gestalten. Im Beten können wir unsere Sorgen loswerden. Beten ist extrem wichtig. Esst, bewegt und schlaft ordentlich. Wir haben nicht nur eine Seele, wir haben auch einen Körper. Deswegen kümmert euch gut drum. Esst was Gutes, aber nur nicht zu viel, sonst werdet ihr auch schon wie ich und die Anne. Bewegt euch regelmäßig und schlaft ordentlich, ruht euch aus. Euer Körper ist was ganz Besonderes. Kümmert euch gut drum. Macht Liebeserklärung. Wir sehen manchmal so Dinge bei anderen, die gut können und die fallen uns auf und dann sagen wir einfach nichts. Wenn ihr merkt, dass jemand was gut kann, was Wichtiges beiträgt, auch mal zurücksteckt, liebevoll ist, wo es ihm schwerfällt, sagt es den Leuten. Wir sind die Botschafter der Zärtlichkeit Jesu. Wir sollten diesen Job auch wahrnehmen, das freut Gott. Verteilt Liebesbriefe, verteilt Nettigkeiten. Das ist sau ermutigend für alle. Vergleich dich nicht. Du bist einzigartig. Wir sind alle Einzelstücke. Es gibt viele Methoden, die dich unglücklich machen, vor allem Social Media. Deswegen darfst du dich ja nicht vergleichen. Du bist was Einzigartiges. Du hast eine einzigartige Mission. Freu dich drüber. Übrigens gibt es zu allen Punkten zufällig eine Option von Missio Österreich. Ihr könnt unsere Schokopralinen snacken, ihr könnt euch bei uns ehrenamtlich engagieren oder ihr meldet euch direkt bei Gott kann an. Die Gott-Kann-Bewegung von Missio Österreich ist ein guter Start für dein erfülltes Leben. 5 Minuten am Tag, die wirklich einen Unterschied machen. Für mehr Informationen einfach www.gottkann.at besuchen und da kriegt ihr alle Informationen. Ciao. Bis bald.